Ich teste heute den Bärensee, was hier am Bärensee heute so lübt. Ja, und was soll ich sagen, es lübt gar nicht mal so schlecht. Ich war gerade schon an der alten Festung, hab da auf 2167 ordentlich die Brocken rausgezogen, richtig schön auf Kokossahne. Und das lief halt richtig gut innerhalb von einer halben Stunde. Ungefähr 240 Silber gemacht, ging also richtig gut ab. Dann war aber auf einmal Ende. Und ich hatte einfach noch Bock ein bisschen auf Karpfen. Und deswegen bin ich heute hier an der, oder an, nicht an der Festung, am Bärensee. Und hier am Bärensee habe ich ein bisschen rumprobiert. Kokossahne hatte ich draußen, ich hatte draußen Muschel. Und jetzt habe ich draußen Johannisbeere und Maulbeere. Und das in Kombination hier auf der klassischen Haarmontage. Jo, und das lübt schon eigentlich ganz gut los. Geht auch wirklich vernünftig. Ich bin schon eine halbe Stunde hier. Wir gucken auch gleich mal in den Kescher rein. Und ja, das Ganze bisher, also komplett ohne PVA. Nicht wie an einer alten Festung. Alte Festung war ich komplett mit PVA und allem drum und dran. Ich verlinke das nochmal, das letzte Video zur alten Festung, zu der Stelle mit den Ködern und allem drum und dran. Hier stehe ich quasi ohne PVA auf 20 Meter Entfernung, weil hier auf 20 Meter an der Stelle eine Muschelbank ist. Und so eine Muschelbank ist halt immer so ein besonderes, ja, so ein Schmankerl, so ein besonderer, so ein Bonus-Spot sozusagen für die Karpfen, weil da finden sie halt immer ein bisschen was zu fressen. Und dann legen wir da jetzt gerade keine Muscheln hin, die haben gar nicht mal so gut funktioniert, sondern tatsächlich jetzt hier diese fruchtigen Aromen. Und das sieht echt ganz gut aus, das kann man mal machen. Hier kommt der nächste Kandidat, auch mal ein bisschen schwerer, sehr gut. Und ja, zack, da ist er. Wie gesagt, in Kombination. Wir gucken gleich auch mal ein Setup rein. 12 Kilo Spiegel, schmeckt. Ja, und das Schöne ist, hier auf 20 Meter. Wir haben jetzt 10 Uhr. Ich kann also jetzt mal so langsam auch wieder noch mal ein bisschen nachfüttern. Und zwar mit der ganz normalen Karpfenfuttermische. Original Standard. Da ist das Ding. Ich gehe noch mal so ein bisschen nach hinten. Und dann werfen wir hier einfach maximal aus. Zack. Und landen ziemlich genau auf 20 Meter. Ziemlich genau auf 20 Meter. Also voll ausgeworfen, vielleicht so ein bisschen hoch, zack. Und dann werfe ich jetzt nochmal 3, 4, ich werfe mal 5 Stück nochmal nach. 4, 5. So, das heißt, ich habe 10 Stück am Anfang reingeschmissen. Dann ungefähr jetzt eine halbe Stunde, ja, ziemlich genau eine halbe Stunde gewartet. So sieht das Ganze jetzt hier aus. Und ja, jetzt ballern wir nochmal von der normalen Original-Karpfenmische was nach und dann kann das gerne weiterlaufen. Also, Amure sind reingegangen natürlich, eine Brasse am Anfang, Schleien mit dabei, also so ein bisschen gemischt. Und ja, ich finde so von den Größen her passt das schon. Bisschen hier ein paar über 10 Kilo, alte Festung tatsächlich gerade, mehrere zwischen 10 und 20 Kilo, also da ging es dann nochmal richtig ab. Auch viele Schuppenkarpfen, also es lohnt sich tatsächlich gerade an der alten Festung nochmal Gas zu geben und dort ein bisschen was rauszuziehen. Da geht es ordentlich ab. Das Ganze übrigens an der alten Festung mit Kokossahne und als zweiter Boili war es Kokos und Frucht. Und das beides dann auch nochmal geschreddert mit im PVA. Alte Festung war dann doch so ein bisschen komplexer und komplizierter. Ja, Setup ist immer noch viel zu groß eigentlich. Gerade für Karpfen mit einem 2.0er Haken viel zu groß. Wenn ihr hier mit einem kleineren Setup unterwegs seid, auch mit einem, vielleicht mit der HSV-Rolle noch unterwegs seid, 14, 15 Kilo an Bremskraft, an Tragkraft, dann vielleicht einfach auch nur einen 1er Haken verwenden. Hat den Vorteil, mehr Frequenz, es gehen auch da die großen Brocken rein und ja, es ist halt einfach auch ein bisschen, eigentlich ist es passender
2-0er-Haken, eigentlich Katastrophe. Ich hatte es ein bisschen rumprobiert. Ja, es sind an der alten Festung, es sind wenige reingegangen. Ich hatte allerdings auch da die großen bis zu 25er Boilies, die ganz dicken, fetten Dinger drauf. Und war da natürlich auf Trophies aus. Eigentlich weniger Frequenz, mehr dicke Brocken. Hier jetzt gerade schwarze Johannisbeere als Pop-Up tatsächlich. Hier ist das Pop-Up-Rig. 2020 hatte ich hier noch normal auf. Ne, hier ist auch alles auf Pop-Up. Okay, alles komplett auf Pop-Up umgestellt. Genau, hier ist mal 15er, 15er. Auch das ist durchaus mal eine Option, gerade auch für den Bärensee. Es gibt die, diese kleineren 12er, 15 bis 15er, 12er bis 16er Boilies. Einfach auch mal diese klein verwenden, auch ruhig in Doppelkombination und damit ein bisschen testen. Oder ganz wichtig, hatte ich auch schon in anderen Videos gesagt, auch das verlinke ich am besten nochmal, die Basics immer mal wieder testen, nur mit Pop-Up Maiskorn. Einfach mal, um zu testen, ob so ein Spot läuft oder nicht. Ja, was ich halt jetzt heute vorhatte, war einfach, wie gesagt, mal gucken, wo was geht, schnell was rausziehen und sobald dann so eine Flaute einsetzt, zack, weg, nächster Spot. Gar nicht lange rumsitzen, gar nicht lange warten. Ich war kurz vorher, stand ich schon hier unten auf 55, 31. Da war mir deutlich zu wenig Frequenz, beziehungsweise gar keine Frequenz innerhalb der ersten 10 Minuten. Bisschen rumgestanden, drei Routen waren draußen. Es ging einfach nichts los, ohne Futtermische, ohne alles. Und dann bin ich sofort da weg, weil warum soll ich da jetzt auf Zwang irgendwas hervorrufen wollen, was vielleicht gar nicht da ist. Zack, Spot gewechselt, hier oben hin und an der Stelle rausgeschmissen, ohne alles. Es sind sofort die ersten Bisse reingegangen auf allen drei verschiedenen Ködern. Die beste Köderaromatik war jetzt die hier gerade, die verwendete, also mit Johannis und Maulbeere. Und das dann quasi nochmal mit normaler Original-Karpfenmische einfach ausgeworfen. Zack, gib ihm und raus damit. Also, hat super funktioniert. Ich würde sagen, ich gucke nochmal ein bisschen, ob da was geht. Wir schauen aber mal eben noch in den Kescher rein, ob sich denn das Ganze jetzt so einigermaßen gelohnt hat, hier die halbe Stunde wieder. Das wäre doch gar nicht verkehrt. Ich meine, die Schleien sind ja auch nicht schlecht gewesen von der Größe. Wenn da eine Stelle ist, wo mehr Schleien geht, nehme ich die natürlich auch immer gerne mit. So sieht es aus. Mal eben sortieren nach Preisen. Ja, auch da wieder 200 Silber. Also ratzfatz die Kohlen wieder gemacht. Auch das, wie gesagt, innerhalb von 30 Minuten. Kratsching kann man machen. So, und jetzt gucke ich hier noch 5 Minuten vielleicht. Wenn da jetzt nichts geht, geht es gleich direkt weiter hier auf, was ist das hier? 44,50 müsste das sein, genau, 44,50, da sind es dann 21 Meter und ja, dann wird da getestet, gleiches Schema wie hier, Köder rausballern, verschiedene Aromen und die Aromen, die halt funktionieren, ja, die werden dann entweder in der Futtermische dann noch optimiert, auf jeden Fall dann auf alle drei Routen ausgebracht, damit man mit allen drei Routen dann Vollgas geben kann und rausziehen kann. Ja, scheint so, als ob jetzt hier Ende ist. Ja, ein bisschen Zeit, ist jetzt gerade Mittagsflaute, ein bisschen Zeit gibt es noch so bis 16 Uhr ungefähr. Und wenn dann da nichts mehr geht, dann Abfahrt, nächster Spot testen, rausziehen. Und wenn da nichts geht am Anfang, sofort Gewässer wechseln, nächste Stelle. Es gibt genug Spots, schaut in die Videos rein, auf dem Kanal gibt es jede Menge Videos mit Spots, die auch jetzt immer noch wieder funktionieren. Das heißt, alte Spots im Game funktionieren immer mal wieder, man muss bloß mal hingehen. Bisschen testen, wird ja alles erklärt im Video. Wenn was geht, geil, wenn nicht, nächsten Spot. Gar nicht lange rumsitzen und sich überlegen, ja verdammt, jetzt hocke ich hier schon seit 2 Stunden, habe 3 Fische gefangen. Das ist halt nicht Angeln, ne? Man muss halt ein bisschen suchen, ein bisschen was tun, den Arsch bewegen, Futtermische leeren, Köder ranhauen, Spots auswendig leeren, gucken, wo geht was, Entfernung testen und so weiter und so weiter. Und dann lüppt das auch. Also, ran da, ab ans Wasser, gönnt euch ein paar Karpfen. Petri, ihr Lümmels, wenn es geholfen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren, hilft mir. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs, Freitags, 19 Uhr, Petri.